Nico Seiler, heute 4. und 7. Du warst auch schon mal besser dieses Jahr. Aber am Heinz hat es gelegen am Schluss? Ja, ich konnte zweimal den Start gewinnen, das war super. Dann im ersten Lauf konnte ich nach dem ganzen Rennen einen guten Rhythmus fahren. Ich habe dann am Schluss die Witzel aufgegeben, also ein bisschen nachgegeben. Ich habe ein bisschen Schmerzen bekommen im Rücken von Bühle noch. Ich konnte dann den Fiat ins Ziel bringen. Ich war relativ zufrieden mit dem Resultat. Nach dem zweiten Lauf wieder den Start gewinnen. Aber ich musste vom ersten auf den zweiten Lauf den TÜV wechseln. Ich hatte im ersten Lauf ein technisches Problem und hatte dann im zweiten Lauf ein anderes Fahrwerk drin. Und habe mich dann nicht recht anpassen. Und dann bin ich einfach so gut gefahren, wie es gegangen ist. Hat dann schlussendlich einen 7. gegeben. Ist nicht so schlecht. Ja, schlecht ist es sicher nicht. Wann nimmst du vor für das Heimrennen in Braunau? Ja, sicher wieder zweimal gut starten und dann ist das Ziel Top 3 fahren. Okay. Viel Glück, Nico. Danke vielmals. Robin Scheiben, super Tag heute. 5. im 1., 3. im 2. Lauf, gesamt auch 3. Bist du logischerweise zufrieden, nehme ich an. Wie ist es gelaufen? Ja, sicher, sehr zufrieden. Der Tag hat schon gut angefangen, habe mich gut gefühlt. Zeittraining 8., was eigentlich sehr gut ist für mich. Das Beste, glaube ich, das Jahr. Dann im 1. Lauf, ja, einen guten Start gehabt. Schön können mitfahren. Zuerst habe ich noch ein paar Plätze verloren, die konnte ich wieder aufholen. Und einen sauberen 5. Platz gefahren. Im zweiten Lauf noch ein besseren Start und dann auf den 3. und können heben bis am Schluss und fast noch den Steffen überholt. Es war knapp, aber ja, er hatte genug Vorsprung und konnte ein bisschen einteilen. Und ja, super zufrieden. Nächste Woche geht es in die Heimat, in die Ostschweiz. Freust du dich auf die Piste? Liegt es dir dort? Ja, ich weiss eigentlich nicht, wie die Piste aussieht, aber Rennen daheim ist immer gut. Freue mich drauf. Viel Glück dann. Danke. Yves, heute ein bisschen einen Zeichentag gehabt. So hat es von außen aus gesehen. Es hat einfach nicht ganz gelangt und hast auch wieder ein paar Punkte verloren in der Meisterschaft. Oder? Ja, heute ist eigentlich ja, schwierig zu sagen. Brock gefällt mir eigentlich, ich komme gerne hierhin. Aber es hat den ganzen Tag eine halbe Sekunde, Sekunde gefehlt. Und ja, auch in den Rennen, ich bin zwar eigentlich da vorne gewesen, aber ich musste jetzt zu viel Einsatz geben, um das Tempo von der Vorderen zu fahren. Und da bin ich auch im ersten Lauf bin ich müde geworden am Schluss. Aber eben, ich bin eigentlich 105% gefahren. Und im zweiten Lauf war ich das gleiche Bild. Ich war einfach das ganze Rennen Anschlag gewesen. Und der alle hat mich doch noch überholen. Und ein bisschen mehr ist nicht gegangen. Und ja, jetzt 4 und 5 in der Meisterschaft verloren. Ja, jetzt müssen wir da abhocken und Bruno ist das nächste Rennen. Ja, ich meine, es liegt ja noch alles drin. Du musst zurückschlagen, oder? Auf Heimbaden? Ja, sicher, das ist das Ziel. Braunau ist eine coole Bahn und ist gerade bei mir. Ich denke, da kommen viele Leute, die ich kenne und gibt noch, noch ein bisschen Motivation und noch ein bisschen Anschub, Ansporn. Und dann gasen wir dort an. Viel Glück. Danke. Ich bin hier mit Kevin Brumann. Er hat, soviel ich weiss, ja bis jetzt alle Läufe gewonnen zu der FMS-Meisterschaft. Auch heute in Brock beide Läufe gewonnen. Wie ist es gelaufen heute? Also im ersten Lauf ist mir der Start misslungen. Und dann musste ich halt, muss ich von hinten vorfahren. Aber in der ersten Runde bin ich sehr gut vorgekommen. Dann bin ich als Vierter gekommen. Ich konnte schön aufholen auf den Luca Disera. Und dann habe ich überholt. Und dann konnte ich das Rennen auf dem ersten Platz fertig fahren. Im zweiten Lauf ist mir der Start besser gelungen. Ich komme als Zweiter in die Kurve. Und dann konnte ich den Arthur schnell überholen und habe dann das Lauf als Erster fertig gefahren. Blitzsaubere Leistung war heute. In der Meisterschaft führst du logischerweise auch. Wer ist dort? Wer sind die härtesten Gegner? Also meine härtesten Gegner sind im Moment der Luca Disera und sicher auch der Joel Elsener. Und sie zwei geben alles und ich muss auch alles geben, sonst langt es nicht so weit führen. Gratuliere und viel Glück weiterhin. Danke vielmals. Jason Clermont, aujourd'hui 5, ja. Premièrement, c'est un peu compliqué avec un mauvais départ. Comment c'était pour toi aujourd'hui? Ouais, c'était plutôt une bonne journée. Mon roulage était bien. Après, c'est vrai que j'ai pas anticipé en première manche au premier virage et je suis tombé.
Donc voilà, je suis reparti dernier, mais j'ai rien lâché pour revenir 5. Et puis en deuxième, un meilleur départ. Il a fallu beaucoup batailler dans les premiers tours. Et puis après, je me suis petit à petit rapproché des premiers pour les doubler et puis gagner la manche. Ouais, même si tu as loupé la première course de la championnat, tu as toujours une chance théorique pour gagner le titre. Oui, voilà. Bon, après, j'y pense pas trop. Le but, c'est d'essayer de gagner à chaque fois. Et puis voilà, je suis dans une bonne dynamique. Mon team fait du bon boulot. Et voilà, ma Kawasaki va super bien. Donc on va essayer de faire au mieux à chaque fois. Et puis on verra à la fin. Bon, bonne chance pour les prochaines courses. Merci. Cyril Scheiwiller, du hast heute nach dem ersten Laufpodium letzte Woche zu Bühle, hast du gerade drüber nachgetappelt, zweimal Zweite. Im ersten Lauf hast du geführt. Was ist denn passiert? Ja, im ersten Lauf habe ich geführt. Zuerst am Start nicht so optimal weg. Ich war irgendwie 40 da vorne gefahren. Dann konnte der andere passieren und wegziehen. Und ich war eigentlich safe unterwegs, hatte ich das Gefühl. Und dann hat es mich bei meinem Loch ein bisschen versetzt. Dann bin ich ganz schnell mit dem Vorderrad schon über den Anleger ausgerutscht und schon dort gelegen. Und dann hat mich der Anleger gerade auch noch überholt. Dritter war, dann wieder vorne fahren können auf den Zweiten. Und wenn es noch ein bisschen länger gegangen wäre, hätte ich den anderen vielleicht noch holen. Ja, hat auch im zweiten Lauf sehr gut ausgesehen. Dann ist der Clermont gekommen. Bist du zwar noch lange dran geblieben? Hast du Chance gehabt, um ihn noch mal angreifen? Und wieso hat es am Schluss nicht gelangt? Ja, er ist plötzlich auch. Er hat wirklich gute Linien gehabt. Und ich konnte die Linien kopieren von ihm. Ich habe wirklich ein, zwei Passagen viel langsamer und schlechtere Linien gefahren als er. Dann habe ich die kopiert, dann hatte er ein bisschen Fehler gehabt, dann bin ich gerade nochmal hergekommen und dann wollte ich wirklich pushen und vorbei und dann war ja, pushen draussen, ich habe es dann nicht mehr recht mögen. Und dann gedacht, lieber einfahren und irgendwie nicht noch einen Sturz riskieren. Und so vom Speed her hätte ich jetzt gedacht oder gesagt, hätte ich mitmögen mit ihm, aber ich konnte nicht mehr nachdoppeln und er hat nochmal schnell nachdoppelt und dann ja, ist er abgezogen. Ja, ist gut, eine klare Steigerung gegenüber den ersten Rennen, die du gefahren bist. Von dem her kann man nur gratulieren und ja, viel Glück für die nächsten Rennen. Merci, ja, hoffe, es geht weiter so. Bruckmann, heute Zweiter und Vierter. Ist sicher nicht ganz das, was du vorgenommen hast für das Wochenende, oder? Nein, es ist ganz klar nicht das, was ich mir vorgenommen habe und auch nicht erwartet. Aber ich habe Mühe mit der Piste, hat schon im Zeittraining angefangen, ist aber noch akzeptabel gewesen. Und ja, im ersten Lauf ist auch noch gegangen und im zweiten Lauf ist dann einfach am Start hinten eingeklemmt in der ersten Kurve. Ein paar können überholen, aber ist am Schluss einfach nicht mehr drin gelegen. Ich habe es probiert, aber ist nichts mehr gegangen. Ja. Im ersten Lauf bist du lange dran gewesen. Was hat es dir gefehlt am Schluss? Ja, ich habe ein bisschen Rückstand gehabt, dann konnte ich mal aufschliessen. Und haben mir dann einen Armpump geholt und durch das musste ich das Tempo rausnehmen. Und ja, er ist dann weitergezogen und hat gewonnen und ich musste reduzieren und bin dann zweit ins Ziel gefahren. Es sind ein bisschen die Sterne, die dich plagen. Wenn du nicht unter den Top 5 rumkommst oder Top 3 besser, dann ist es einfach schwer, zum Gegner wieder oben so zu schlagen, oder? Wenn er am Start immer vorne ist. Was würdest du ändern? Im Moment sind die Sterne wirklich nicht on point. Sie sind ziemlich schlecht. Von Rennen zu Rennen immer schlechter. Ich werde jetzt sicher noch dort dran büffeln, ein paar Sterne üben und dann hoffe ich, dass es auf Braun noch wieder klappt. Gut, viel Glück. Danke.